Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Gothic 2 Gladiator. Wir sind zurzeit in der Gastwirtschaft vom Wirt. Wir sind hier in der Gaststätte in Gallen. So heißt das Dorf, in dem wir uns gerade befinden. Und das habe ich mir schon beinahe gedacht, dass der uns dann direkt Begeisterung der Zuschauer Stufe 3 beibringen kann. Ich weiß nicht, ob ich es tun sollte, nicht wegen dem Geld. Das ist natürlich immer ein großes Plus. Stellt sich nur die Frage, ob sich das wirklich rentiert. Ob wir hier auch 15 Lernpunkte rausdonnern. Wisst ihr was? Ich mach's einfach mal. Komm, was soll's. Chciałbym nauczyć się, jak zachwycić tłum podczas moich walk. So, ich denke mal, Stufe 3 ist Maximum. Da winkt uns der Wirt sogar nur noch zu. Der verkauft uns nicht mehr was, der Drecksack. Jetzt haben wir jetzt 15 Lernpunkte rausgedonnert. Ich meine, die 500 Gold, die kriegen wir wieder rein. Ne, mit den nächsten. Keine Ahnung. Lass es 5 Kämpfe sein oder mehr. Keine Ahnung. Wer ist denn der Robert hier? Hat er was zu sagen? Hat er was zu melden? Ich denke mal, die ignorieren uns so lange, bis wir hier anfangen, in der Arena zu kämpfen. Deswegen macht es gar keinen Sinn, mit denen zu sprechen. Was ist denn hier? Da entdecke ich doch gleich, dass man hier hoch kann, aber hier befindet sich leider nichts. Ich hätte ja auf einen Schlüssel gegeiert, dessen Herkunft niemand kennt und dessen Verwendung auch niemand kennt. Aber leider gibt's hier nichts. Das ist ein bisschen ernüchternd. Was soll's? Wer ist hier? Der Älteste direkt. Zaraz rzadziej ktoś nowy się tu pojawia. Co cię tu sprowadza, przybyszu? Chcę walczyć na arenie. Nonsens. Kim ty jesteś? Żebym wpuścił cię na arenę. Nikt cię nie zna. To jest biznes. Potrzebuje rozpoznawalnych ludzi. Czyżby? Jakoś Proxemo wrzucał na arenę zwykłych niewolników i to działało. Wszyscy chcieli to oglądać. Ja nie jestem Proxemo! Na mojej arenie nie będzie walczył żaden niewolnik. To w takim razie kto walczy? Rolnicy, farmerzy, ludzie z pobliskich wsi, którzy szukają łatwego zarobku, a nie chcą całe życie orać w polu. A mistrz Zatoki Gladiatorów? Gdzie on jest? Hermes? Już dawno go tu nie widziałem. Hermes nie żyje, tak samo jak Proxemo. Ja jestem mistrzem Zatoki Gladiatorów. Proxemo nie żyje? Mówisz prawdę? Tak, zginął podczas buntu niewolników. Czyli ty pokonałeś Hermesa? Tak, dokładnie. Jeżeli jesteś mistrzem i pogromcą Hermesa, musisz to udowodnić. Wtedy pozwolę ci wpisać się do turnieju. Moja reakcja była taka sama. Wie kann ich es beweisen? No proste. Pokonaj w walce Garga. Kto to jest? Osiłek z naszej wioski, który od dawna chce dostać się na arenę. Jeżeli go pokonasz, to twoje imię znajdzie się na liście. A, właśnie. Jak się nazywasz? Nazywam się Romulus. No dobrze. Znajdź gdzieś Garga. Tylko to ma być pojedynek. Nie zabijajcie się. To nie jest walka na arenie. Oczywiście. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Alles klar, wir müssen also Garg verprügeln, was kein Problem sollte. Alter, ist ja fressen. Auf dem Tisch, das ist ja Wahnsinn. Und der hat auch viel Krempel da stehen im Regal. Leider, leider alles ausschließlich Dekoration. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt, wie gesagt, hier eine neue Location haben, die wir uns genauer anschauen können. Jadwiga. Ist vermutlich die Frau oder Tochter vom Dorfältesten, keine Ahnung. Wir haben sogar hier zwei Stück, das ist ja Wahnsinn. Ohne Truhe. Ei, jetzt geht's wieder los. Denn jetzt geht auch das hier wieder in die nächste Runde. Und wir haben direkt ein Buch des Wissens bekommen und, ganz wichtig, das war jetzt glaube ich sogar eine Achterkombination. Und wir haben noch einen Dietrich. Jetzt muss ich ja echt schwitzen. Aber das Gute ist ja, wie gesagt, es gibt keinen Schutzmechanismus vom Neuladen. Das heißt, die Kombination ist immer dieselbe und da dahinter verbirgt sich nichts. Hier darf ich runterhüpfen und dann was passiert. Das ist gut. Der Älteste, wo ist denn dieser Garg? Da ist noch ein Bauer. Der hat wahrscheinlich einfach nur grüßt. Genau, das ist wie die Einwohner in der Gladiatorenbucht. Die haben ansonsten keinen höheren Sinn.
Mein Bett. Ah, okay. Jetzt habe ich einfach mal diese Hütte okkupiert. Und niemand kann mich daran hindern. Also das soll wohl auch dann meine Hütte werden. Das wird uns vermutlich gesagt, sobald wir diesen Garg verblockt haben. Ich werde vermutlich bei der nächsten Gelegenheit tatsächlich doch auch das Schärfen von Klingen erlernen. Ich glaube, auf lange Sicht könnte uns das was bringen. Das heißt, wir machen Schärfen und Vergiften. Vielleicht können wir sogar beides machen. Ich könnte überlegen, ob ich eins davon mache, aber kraftvoller Stich und Akrobatik und so weiter, das lässt mal alles weg. Also ich glaube, dass es uns irgendwas bringt. Wir haben mit dem neuen Rüstungsschmied und der erzählt uns gar nichts. Der sagt nicht Hallo. Der sagt uns direkt, wo es lang geht. Und zwar, dass es hier neue Rüstung gibt. Und die Bauernkleidung mit verstärkter Hose ist tatsächlich schon fast so gut wie unsere. Also wenn ich diese Werte hier sehe, ärgere ich mich, 2750 ausgegeben zu haben. Aber auf der anderen Seite können wir dann direkt auf 6000 sparen. Was hoffentlich gar nicht so viel sein sollte. Ja gut, bei den Helmen müssen wir sagen, haben wir kein Verlustgeschäft gemacht. 10, 10, 10, 10 für 1000 ist okay. Wildschweinfellhelm, der ist nicht so viel besser. Das kann man dann auch nur ausgeben, wenn man wirklich genügend Geld hat. Aber die 6000 für diese Rüstung, das könnte man schon mal ins Auge fassen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es ist halt nur die Frage, wie erreichbar 6000 Gold sind. Wir haben jetzt 2000. Ich habe die Stufe 3 und wir können jedes Mal 220 Gold beim Spieler abzwacken. Interessante Skizze hier. Das ist ja höchste Mathematik. Wahnsinn. Gucken wir mal, wie wir hier mit Geld zurechtkommen. Das ist da hinten da an dem Baum bestimmt der Garg. Dann haben wir den Schmied. Was hat der im Angebot? Okay, das sind alles Zweihandwaffen. Also, das Schwert des Gutsbesitzers. Das passt mal ins Auge. Speerwaffen, da gebe ich einen feuchten Kehricht drauf. 3100, 3750. Der Radius ist kacke, der ist okay. Ja, also auf die Waffe müssen wir sparen. 3750 ist auch gar nicht so schlecht. Geht eigentlich wirklich. Interessanterweise ist das Bauernschwert schon ziemlich gut. Also wir haben ja tatsächlich interessante... Oh, Fackeln, ganz wichtig. Vielleicht finden wir ja auch endlich mal irgendwo eine. Also interessante Entwicklungsgrade hier. Unsere Waffe hat ja 75 Schaden, damit sind wir schon mal in dem Bereich. Das heißt, hier gibt es für uns gar nicht so viel zu holen, ne? Wir gehen halt direkt, wir greifen direkt nach den Sternen. Klar, wir brauchen halt dann aber auch 100 Stärkepunkte und wir haben 73, können uns hochpushen auf 76, dann müssen wir immer noch eine Menge Lernpunkte investieren. Aber das werde ich machen. Das wird sich bestimmt lohnen. Er sitzt hier. Auch nur ein Bauer. Du bist auch nur ein Bauer. Was haben wir da hinten für eine Hütte? Da ist wahrscheinlich... Okay, irgendein Kerl. Hey, jeżeli będziesz miał na zbyciu jakieś składniki do moich wywarów, to z chęcią je od ciebie odkupię. Mam na myśli takie rzeczy jak jagody, grzyby, jabłka czy surowe mięso. Tylko nie przynoś mi po kilka sztuk. Przynieś mi tak przynajmniej z 50 sztuk. Wynagrodzę się na pewno lepiej niż inni handlarze. Dobrze, postaram się coś zorganizować. Okay, also hier können wir massenweise Kram verkaufen an denen. Unglücklicherweise habe ich ein paar rohe Fleischdinger gebraten, aber zum Glück nicht alle. Das hätte uns dann eventuell, ne, auf die Füße fallen können. Wir haben schon wieder fast 50 Weidenbären. Also wir können die sogar verkaufen bei dem, alles klar. Das ist nur ein Gardist. Hier muss es doch bestimmt irgendwo noch ein bisschen Kram geben. So, der Alchemist hat hier sogar einen Gesellen. Und da oben sogar einen Trank. Das ist sogar ein maximaler Lebenstrank. Warum kann ich hier nicht hochhüpfen? Ich kriege hier gleich Zustände. Na gut, dann nehme ich halt die Leiter. Komm. Ach, jetzt babbel ich den Kerl an. Was hat denn der? Ui, der hat tatsächlich Dinge, die man kaufen kann, die es sich lohnt zu kaufen. Merken wir uns erstmal vor, ich werde nichts direkt kaufen.
aber das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, bevor hier der nächste Sklavenaufstand losgeht. Tränke haben wir bisher, ich glaube, nur zwei Stück benutzt insgesamt. Das haben wir ganz gut im Griff. Der Geselle, der guckt nur blöd. Jetzt würde ich gerne schauen, dass ich hier hochkomme. Das ist schwieriger, als es aussieht. Weil sich die Leiter auch irgendwie nicht benutzen lassen will. Das ist doch hier alles verkorkst. Komm, jetzt lass mich hier hoch. Warum nicht? Geh doch da einfach hoch. Das ist aber auch hier ein Scheiß. Warum muss ich die beiden Penner hier anvisieren? Kann ich nicht einfach hier diese Leiter anvisieren? Das wird nicht benutzt. Oder meinst du den Alchemietisch? Romulus, was machst du hier? Das ist nicht so weit entfernt. Hör auf damit. Jetzt hier der Geselle wieder. Ich flippe hier komplett aus. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme nicht hoch. Es ist unmöglich, hier hochzukommen. Guck mal genau hier. Er springt nach vorne. Ich flippe aus. Ich muss jetzt bis nachts warten, dass die pennen, damit ich dich hier nicht anvisiere. Was ist hier bitte zu weit weg? Hey, du. Nein. Das ist unfassbar. Komm jetzt. Nein, das ist nicht zu weit weg. Vertrauen auf dich selbst. Kletter hier einfach hoch. Komm. Romulus, was machst du da? Ich habe eventuell eine andere Idee. Bei der ich vielleicht nicht meine Nerven verliere, aber es geht auch nicht, okay. Jetzt komme ich da nicht hin. Das ist doch wirklich zum Verzweifeln. Da hinten haben wir übrigens einen Steinkreis. Und sogar Gegner. Und ich glaube, es ist sinnvoll, die sogar zu bekämpfen. Und hier haben wir ein Banditenlager. Das wird ja immer interessanter hier. Da hinten vielleicht sogar noch eine Mine oder sowas. Nicht schlecht. Zagot, tutaj szukasz. W wielkim lesie jest niebezpiecznie. Jestem tu z ciekawości, walczę na arenie. A więc jesteś gladiatorem. Może szef cię do nas przyjmie. Wurde Karl hat 4000 Leben. Also hier wird es auf jeden Fall interessant. Sind entweder Banditen oder Jäger. Jäger könnten es auch sein. Die haben auf jeden Fall alle Namen. Wir müssen die Balance halten. Ach, das hat mich noch nie interessiert. Das heißt, hier haben wir... Ich denke mal, das ist vielleicht irgendeine Jägergilde. Und, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir erlernen können, Tiere auszuweiden. Okay, hier klettere ich am besten nicht hoch. So, warum auch immer. Aber dann lassen wir es halt. Halt ziemlich alles nah aneinander geklatscht. Ne? Wir haben halt einen riesigen Talkessel und da wird halt alles reingedrückt. Ne? Das Banditen- oder Jägerlager, das Dorf, die Arena. Aber wie gesagt, das ist halt dem Spielkonzept geschuldet. Das muss auch alles nah beieinander sein. Wozu sollten wir jetzt hier die ganze Zeit durch die Gegend rennen? Ne? Das wäre ja auch Herrn aller Sinn und aller Vernunft. Das wäre halt total bekloppt. Den haben wir einen, der rumfuchtelt, der Wilgo. Bleib wachsam, okay. Die haben alle sehr viele Lebenspunkte. 4400 schon wieder. Monströs. Auf der anderen Seite haben wir auch schon 820. Das heißt, hier werden wir jetzt bestimmt... Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe hier auf uns warten. Vielleicht sind es wieder 9 Stück plus... Champion-Kampf, ne? Das ist, dann wären wir wieder bei 10 Kämpfen und 10 Level-Ups und dann hätten wir auch wieder 1200 Lebenspunkte. Auf jeden Fall gute Tränke abgestaubt. Sehr, sehr wertvoll. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie gut wir uns jetzt hier schlagen im Vergleich zu Tieren schlauer, als du vielleicht denkst, das ist mir auch klar. Und Jinx. Ein ausgezeichneter Jäger hat ein ausgezeichnetes Sehvermögen. Alles klar. Und den hatten wir schon, ne? Das war der mit den. Dass wir nicht alle Tiere töten sollen. Machen wir natürlich trotzdem. Kertix. Ich kann meine nächste Jagd kaum abwarten. Ja, das ist hier das Jägerlager. Ich bin mir ziemlich sicher. Hier haben wir noch Sparky. Im großen Wald kannst du endlos jagen. Okay, interessant. Ulgin. Denk daran, dass der Wald keine Arena ist und Tiere sich nicht an menschliche Regeln halten. Und Schosch. Verhungern kann man hier nicht, sagt er. Alles klar.
Hier kann man nichts mitnehmen und da ist der Anführer der Jäger. Der uns auch nichts erzählen kann. Und sehr wenige Lebenspunkte hat, seltsamerweise. Aber wir dürfen uns hier bereichern, problemlos. Denn, wie gesagt, es gibt ja hier kein wirkliches Housing-System im Sinne von Diebstahl und Verbrechen und Verbrechensverfolgung und so Zeug, ne? Dementsprechend können wir einfach wahllos alles mitnehmen, erstmal. Also die Jäger haben wohl noch einen höheren Sinn für uns. Das wird bestimmt immer noch alles kommen. Auf jeden Fall ist die begehbare Welt hier ein gutes Stück größer, als es noch in der Gladiatorenbuch der Fall war. Hatte ich ja schon gesagt, ich finde es eine willkommene Abwechslung. Ich würde halt gerne wissen, warum dieser Wald hier keine Gegner hat, oder vielleicht noch nicht, vielleicht kommen die noch. Da hinten auf dem Ding, auf der Weide, haben wir ja mittlerweile schon ein paar Wölfe entdeckt in der Entfernung. Ich frage mich, wie gut wir gegen die zurechtkommen. Ich würde es allerdings erstmal vermeiden, die direkt töten zu wollen. Ich habe nämlich keine Ahnung, in welchem Intervall die dann wieder neu spawnen. Ein bisschen mal alles so in Erfahrung bringen. Fliegt hier noch irgendwas rum? Ein großer hölzerner Streitkolben. Tatsache. Und dieser große hölzerne Streitkolben ist sogar besser als unsere Waffe. Hat einen ordentlichen Wert. Ist halt eine Zweihandwaffe, deswegen brauchen wir die nicht. Aber die können wir auf jeden Fall verkaufen. Also schön, dass wir hier so eine recht wertvolle Waffe finden. Einfach so. Da sage ich doch nicht nein. Hüpfen wir hier mal wieder rüber. Oder schwimmen. Ja, wir können sogar durchlaufen. Ah ne, ganz kurz müssen wir schwimmen. Also insgesamt lässt sich hier auf jeden Fall gut was finden, denke ich. Bestimmt noch mehr als in der Gladiatorenbucht. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall aufmerksam sein. Vor allem dieses Elixier der Lebenskraft hätte ich gern. Aber da müssen wir eventuell warten, bis es dunkel wird. Da haben wir ansonsten das Nachsehen. Gardist. Ach, da ist der Garg. Da haben wir ihn doch direkt. Und hier haben wir nur Bauern, 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 Bauern. Und Kampflehrer noch mehr Bauern. Und der Kampflehrer hat keine neuen Fähigkeiten, aber kann uns natürlich hier wieder gegen Geldsummen beibringen, besser zu werden. Die Hütte hier finde ich ja sehr schön vom Aufbau. Ich mag das, wenn die Hütten so extrem klein sind. Aber trotzdem gemütlich. Da kann man sogar hoch. Hier oben ist ein Schlüssel, ich rieche es doch schon. Ist hier überhaupt irgendwas? Ich muss hier irgendwie rüber. Ich muss mal K drücken. Nee, K drücken. Ah, so. Hier haben wir dreimal Wacholder. Und ansonsten nix. Ist hier nix hinten dran noch? Nö. Hier, da hat einer auf dem Dachboden einfach ein bisschen Alk versteckelt. Ansonsten nix. Naja, okay. Immerhin konnten wir was finden, ne? Jetzt hänge ich hier am Sessel fest. Haben wir noch ein paar weitere solcher kleiner. Ja, mal ein Huhn? Henne, Tatsache. Ein Hahn. Das ist ja witzig. Aha. Und hier geht's schon wieder ans Eingemachte. Eine Truhe. Die nicht abgeschlossen ist. Jetzt sehe ich kein Schloss. Das muss natürlich nichts heißen. Aber die ist tatsächlich offen. Zwei Ausdauertränke, eine Menge Munition und einfach mal 150 Gold. Ja, da sagen wir nicht nein. Nicht mal abgeschlossen. Lachen wir uns ins Fäustchen, nehmen es einfach mit. Hier haben wir wieder einen Holzfäller, wer hätte das gedacht. Aber der hatte zumindest bisher noch keine höhere Funktion. So, hier ist der Bogner. Also schon zwei Truhen, eine abgeschlossen, eine nicht. Und hier kann man sogar noch ein bisschen Schinken mitnehmen. Ich hoffe, der hat noch was getaugt. Dann geht's hier wieder hoch. Also wie gesagt, ich finde die Hütten super. Auch dass sie so klein sind. Finde ich irgendwie witzig. Hier haben wir noch einen Lederbeutel. Stimmt, davon haben wir ja in der Gladiatorenbuch eine große Menge gefunden. Hier ist unser erster Apfel auch noch.
Die Frage, wir können Äpfel scheinbar auch in 50er-Stacks abgeben. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt, denn wie ihr ja wisst, 25 Äpfel sind ein Stärkepunkt. Und wenn wir hier so viele Äpfel finden sollten, dass wir jeweils im 50er-Packen die verkaufen können, würde ich sagen, nein, dann verkaufen wir die natürlich nicht. Dann hämmern wir die uns in den Kopf und kriegen dadurch ein bisschen mehr Stärke. Und wir haben hier sogar einen dicken Lederbeutel mit 100 Goldstücken drin, so muss es sein. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen uns umschauen, wahrscheinlich Garg verprügeln und dann gucken, wie hier das Arena-System funktioniert. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.